Wir machen heute weiter mit dem Thema Polstellen, Asymptoten und so weiter. Wir sind nochmal beim Wiederholen. Wir haben gerade gesagt, das sind rationale Funktionen hier. Dieses Beispiel und dieses Beispiel auch. Wobei, der obere Teil ist eine ganz rationale Funktion, der untere eine gebrochen rationale Funktion. Achtung, das muss nicht so sein. Aber daran kann man sich schon erkennen, dass hier auf jeden Fall unterm Bruchstrich was ist. So dass oben eigentlich noch nichts. Warum muss das nicht so sein? Ich schreibe mal ein Beispiel ab. Ich habe jetzt die Funktion mal aufgeschrieben. Ich habe sie direkt aus dem Buch übernommen, Seite 244 nebenbei. Also Seite 244 und folgende. Da könnt ihr euch ein bisschen dran orientieren. Weil besser geht es nicht. Also schöner kann man es nicht darstellen. Das ist alles nochmal dann aufgeschrieben, was ich sage. Ein Beispiel für eine rationale Funktion sei x hoch 3 minus x Quadrat plus 2x minus 2 und den ganzen Kram durch x minus 1 geteilt. Die Klammer hier, die kann man weglassen, das muss nicht sein. Das dient der Übersichtlichkeit. Klammern setzt man auch manchmal der Übersichtlichkeit wegen. Ich behaupte jetzt ganz einfach, weil ich es ja schon weiß, das ist eine ganz rationale Funktion. Warum? Und das lässt sich letzten Endes ganz einfach mit Polynomdivision ausprobieren. Macht das mal in der Zeit. Nehmt mal x hoch 3 minus x Quadrat und so weiter durch x minus 1. Denkt dran, dann muss man die Klammern setzen. Also hier muss man die Klammern setzen. Sonst hieße das Ganze, ich würde alles durch x teilen und dann später minus 1 nehmen. Komplett hier durch diesen Ausdruck teilen. Macht mal. So, also x hoch 3 durch x ist gleich x Quadrat. Jetzt geht das Ganze wieder rückwärts, in die Richtung wieder. X Quadrat mal x ist x hoch 3. Dann x Quadrat mal minus 1 ist minus x Quadrat. Das alles in Klammern setzen am besten, der Übersichtlichkeit wegen. Jetzt kann ich das abziehen, hier bleibt nichts übrig. Minus, minus ist plus. Ja, danke, Quadrat. Dann bleibt hier auch nichts übrig. Jetzt habe ich bloß noch diesen Term. Und zwar ziehen wir uns den mal hier runter, den ganzen. Dann heißt das 2x minus 2. Und das soll ich durch x minus 1 teilen. Na, das sieht man sogar schon. Wenn ich das durch 2 teile, dann plus 2. Das geht ganz schnell auf. In Klammern gesetzt, minus, hier zieht sich's ab, hier zieht sich's ab, hebt sich's auf, könnte man auch sagen. Das Ding ist ohne Rest. Achtung, ich kann also sagen, f von x ist auch x Quadrat plus 2. Aber Achtung, wir dürfen was nicht vergessen. Und zwar, ich darf aus dem Ursprung diese Bedingungen nicht vergessen, die muss ich mit dahinter schreiben. Das heißt, also mit x ist ungleich 1. Das muss unbedingt dazu, das ist ganz wichtig. Denn normalerweise wurde die Funktionsvorschrift ja so gebildet. Da hat sich schon mal irgendwas jemand bei gedacht. Bloß mal aus der Praxis, das ist typisch bei Messreihen, dass ich bestimmte Dinge nicht machen darf. Und dadurch fülle ich dann unten nochmal füge ich diese Bedingungen zu, x minus 1 zum Beispiel. Ne? Das wäre ein Beispiel. Aber was sieht man durch Kürzen, wenn nichts mehr übrig ist, wenn der Rest also 0 ist? Dann sieht man, das ist doch eine ganz rationale Funktion. Das hier, also diese Originalfunktion, die ist ganz rational. Hier. Ganz rational. Das ist die. Trotz dieser einschränkenden Bedingung, x darf nicht 1 sein. Gut, okay. Was würde das aber bedeuten, x Quadrat plus 2, wenn ich das mal grafisch mache? Das haben Sie im Buch nicht gemacht. Lasst uns das mal machen. Macht mal eine Funktionsskizze dazu. X Quadrat plus 2 mit der Einschränkung x ist nicht 1, darf nicht sein. F von x habe ich hier aber gemalt. Jetzt habe ich die Gewohnheit, hier grundsätzlich beim Scheitelpunkt schon mal so einen Kringel zu machen. Ich muss das aber noch ein bisschen deutlicher machen. Hier ist eine Lücke. Man kann es ranschreiben, ist eine Lücke. Aber ist die da? Oder wo ist die? Ja, genau, die ist nämlich bei x, darf nicht 1 sein, also darf ich die Lücke wieder gar nicht hinmalen. Aber da ist eine Lücke. Also muss ich hier wirklich bei x gleich 1, diese Lücke, die muss ich kennzeichnen. Hier ist das Ding unterbrochen. Ist die Funktion stetig? Stetig heißt, als Faustregel, ich kann sie mit einem Wisch malen, also ich könnte durchzeichnen, ohne den Stift abzusetzen. Kleinen Moment mal. Andere Frage. Ja, jetzt könnten wir uns folgende Funktion schnappen. Gesundheit. Die heißt, ich schreibe es mal auf in der Zeit, mache eine Pause.
Jetzt habe ich die Funktion hingeschrieben, x hoch 3 minus 3x hoch 2 plus 3x plus 2, alles durch x minus 1 geteilt, natürlich mit der Ausnahme, x darf nicht 1 sein, wieder mal. Was ist das? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, aber macht mal wieder eine Polynomdivision als Probe. Also, wir trennen das mal ab hier. Polynomdivision, teilt das mal, probiert das mal aus. Es ist lustig, wenn man im Buch nachguckt, sieht man ein ganz anderes Ergebnis. Ich hatte gar nicht nachgerechnet, weil ich zu faul war. Ich habe hier einen Rest. Das heißt, ich muss hier hinten hinschreiben, hier hinter, das passt jetzt nicht hin, aber es macht nichts. 3 durch x minus 1. So, der blaue Teil hier, ich nehme mal den hellblauen Teil. Der hellblaue Teil ist ein Polynom. Warum? Werden wir gleich sehen. Und der rote Teil, das ist einfach ein Restterm. So, jetzt, warum ist der hellblaue Teil ein Polynom? Da müssen wir jetzt drauf eingehen. Warum? Was kann man damit machen? X² minus 2x plus 1. Genau, ich mache mal an der Stelle weiter hier unten. Hier drüben geht es weiter. So, das ist deswegen ein Polynom, weil ich x² minus 2x plus 1 umwandeln kann in x minus 1 in Klammern zum Quadrat. Ach, wieso ist denn das dann ein Polynom? Wie kann ich x minus 1 in Klammern zum Quadrat noch ausdrücken? Denn dann sieht man es. Ich kann es zerlegen. Hier. Das ist eine doppelte Nullstelle, das weiß ich auch. Und zwar x minus 1 mal in Klammern x minus 1. So darf man es doch auch hinschreiben. Ne? Das ist das Gleiche. So, und damit habe ich hier zwei Nullstellen, die zwar alle auf einem Punkt liegen, das macht nichts, aber es ist Polynom. Polynom. Es benennt viele. Poly. Viele Dinge. So, und der Restterm, was macht man mit 3x? Ja, ich schreibe das mal in Rot wieder dahinter. Also, plus 3 durch x minus 1. Was macht man mit diesem ganzen Kram? Wenn ich sage, das ist mein f von x. Mein ursprüngliches f von x hier. Dieses ist das hier. Was macht man damit? Wie geht es jetzt weiter? Nee. Ziel, weshalb wir diese ganze Übung machen, ist ja letzten Endes, dass wir beim Integrieren vorwärts kommen. Es gibt da nicht solche Wahnsinnsregeln wie beim Differenzieren. Da muss man sich schon öfter mal behelfen. Ihr werdet später an der Uni noch ganz andere Geschichten dazu kennenlernen. Also teilweise integrieren, könnte man sagen, partiell integrieren und so weiter und so fort. Das wird noch richtig spannend. Das kann richtig spannend werden. Aber nochmal jetzt zurück. Hiermit könnte man was anfangen. Jetzt aber, wie geht es weiter? Wie kann man hier weitermachen, sodass man sagt, stellen wir uns das mal grafisch vor, was das bedeutet. 3 durch x, plus, x minus 1. Da müssen wir uns mal mit beschäftigen. Den Graphenverlauf also. Wo gibt es markante Punkte? Na hier. Na klar. Wir gucken nochmal. Ursprünglich, das Ding ist positiv, das heißt irgendwie nach oben geöffnet ist sie. Und wir haben zwei Nullstellen hier schon mal erstmal. X minus 1, x minus 1. Zwei Nullstellen, die alle ineinander fallen. Wie sieht der Graph also aus? Hier an der Stelle. Der ist irgendwie nach oben geöffnet, oder? Nach unten. Es kann beides sein. Bitte? Wir gehen mal kurz drauf ein. Wenn ich jetzt sage, hier muss irgendwie eine Nullstelle sein, aber andererseits ist da auch verboten, eine Nullstelle zu haben. Ne? Das ist ja das Verrückte dabei. Was kann man da machen? Machen wir doch mal wie bisher eine olle Wertetabelle und sagen x und y Werte. Und zwar gehen wir mal in die Nähe von dieser 1. Mal sehen, was passiert. Also, wir setzen mal ein. Minus 1, 0, dann 1, ist klar, was da passiert, und auch mal eine 2. Ne? Wir bewegen uns mal hier um diese Nähe herum. Also, minus 1 eingesetzt. Also, wir haben jetzt mal hier ganz schnell x und y in der Wertetabelle ein paar Werte ausgerechnet, wobei hier wird es spannend. Ne? Das könnte gegen unendlich gehen, aber positiv oder negativ? Also, etwas durch 0 teilen, wissen wir alle selber aus der Grenzwertbetrachtung, wird uns abpfeifen nach oben oder unten. Das müssen wir uns nochmal genauer betrachten, die Stelle, und zwar knapp um die 1 rum. Fangen wir mit den wichtigen Punkten an. Minus 1 und 2,5. Minus 1 und 2,5 ist hier ungefähr. 0 heißt minus 2. 0 heißt minus 2. 1 wissen wir nicht. 2 ergibt 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4.
Und Dreier gibt 5,5. 1, 2, 3. Noch ein bisschen mehr. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was hier passiert. Denn wir haben ja hier eine Asymptote, die es uns verbietet, dass. Also irgendwas muss da passieren. Aber es könnte auch keine Asymptote sein, es könnte auch eine Lücke sein. Also ist es hier an der Stelle wirklich spannend. Wir müssen jetzt mal hier wirklich ein paar Werte einsetzen, die etwas knapper liegen. Setzen wir mal kurz vor der 1 minus. Noch plus 0,9 ein und danach 1,1. Ne? Es geht um diese plus 1. Das ist die spannende Stelle. Wenn man diesen Abstand nimmt, dann ist man schon ziemlich nahe dran an der 1. Dann gibt es aber hier einen explodierenden Wert nach unten. Also das heißt, vor der 1 lande ich hier irgendwo unten. Hier irgendwo. Hier bin ich irgendwo. Und kurz nach der 1 müsste sich dann höchstwahrscheinlich genauso ergeben. Wir hätten wirklich andere Werte nehmen sollen, denn hier haben wir 30,01, hier wird es spannend im positiven Bereich. Das heißt, das Ding landet hier irgendwo ganz oben. Das kommt von oben. So, wie sieht jetzt der Graphenverlauf aus? Das scheint das Verrückte zu sein. Probieren wir das mal aus. Also wir hätten hier so einen verrückten Graphenverlauf. Der macht dann hier nochmal eine Biege. Schwupp, wandert hier nach oben ab. Wo ist denn hier eine echte Nullstelle? Gehen wir nochmal ran. Theoretisch bei 1. Das heißt, was wird hier in diesem Bereich passieren? Hier muss noch irgendwas sein. Hier geht mir der Graph schon bis zum geht nicht mehr hoch. Und hier, was müsste hier eigentlich an der Stelle hier, was müsste hier noch passieren? Das heißt also, hier wird sich ein ganz verrückter Graphenverlauf ergeben. Ich gehe fast bis ran an die Nullstelle, ich darf es aber nicht. Denn da ist nichts definiert. Denn hier geht mir der ganze Graph total nach oben und unten weg. Das, also theoretisch könnte man denken, der geht hier nach unten durch, aber er macht es nicht. Er berührt hier auch gar nicht. Er ist kurz vorm Berühren und hört es dann auf. Mit solchen verrückten Geschichten, wie gesagt, werdet ihr euch später beschäftigen. Und das heißt hier an dieser Stelle, solche Problemfälle hier, da muss man sich dann ganz genau mit beschäftigen. Das hat. Wenn ich jetzt noch ans Integrieren gehe, x minus 1 mal x minus 1, würde jemand das so integrieren oder wie würde man es machen? Wie würde ich diese Funktion integrieren? Denn das ist ja letztendlich der Zweck der ganzen Übung. Wenn ich also habe x Quadrat minus 2x plus 1 plus 3 durch x minus 1, wie integriert man diesen Term hier, diesen komplett? Wie integriert man den? Also wie integriert man diesen Term? Ich füge den nochmal hier ein. Was macht man damit? Wie geht das? Das ist die Riesenfrage. Also der Vorschlag war, diesen Term dann so umzuschreiben. Also f von x sollte sein. Ich habe das von oben kopiert. Das ist das Ergebnis unserer Polynomdivision. Ich habe das nochmal hier so hingeschrieben. Plus 3 durch x minus 1. Vorschlag aus der Schülerschaft, 3 mal in Klammern x minus 1 hoch minus 1. Und dann mal der x. Wie geht es dann weiter? Große Frage ist bei der Sache hier. Kann man das einfach so irgendwie mal so ganz locker integrieren? Machen wir uns mal Folgendes klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schreibe mal Folgendes, nur mal ein Beispiel, eine Art Nebenrechnungsbeispiel, ob sowas überhaupt geht. Ich schreibe 1 durch 3 plus 1. Dann kann ich ja schreiben, das ist einmal, nee, mach mal 2. Das ist 2 mal und dann 3 plus 1 in Klammern hoch minus 1. Wenn ich das versuche auszumultiplizieren, soll das sein 2 mal 3 hoch minus 1 plus 2 mal 1 hoch minus 1? Soll das also sein 2 mal, also 2 Drittel plus 2 Eintel? Große Frage. Machen wir es mal anders. In Auberginen gedacht ist das ja hier 2 durch 4. Ne? 2 durch 4, also 1/2. 1/2 muss rauskommen. Das sieht nicht so aus. Ne? Kann man da einfach so rangehen? Ich werde euch da ein Verfahren später zeigen. Geht so nicht. Ist hier auch im Buch gar nicht gewollt. Ich habe es extra mal gemacht, damit wir uns hier mal ein paar Gedanken machen. Auf Seite 245 finden wir ganz nette Beispiele zum Ausprobieren. Da kann man schon was mitmachen.
Ich wollte hier lediglich in diesem Fall mal darauf hinweisen, dass es hier kleine Probleme gibt, aber im Abitur oder aus jetziger Sicht kommt das im Moment noch nicht dran. Ich habe allerdings schon Aufgaben damit gesehen. Was macht man mit so einem Ding hier? 2 durch 3 plus 1. Kann man das so umformen? Wie kann man es umformen? Kann man überhaupt umformen und so weiter? Da machen wir nochmal eine getrennte Übung dazu, damit man sich dann behelfen kann. Also weiter dann später. Definitionslücken. Kommen wir zu diesem Begriff. Definitionslücken. So ein bisschen haben wir es schon geahnt. Eine Definitionslücke geht schon dann los, wenn ich zum Beispiel folgende Funktion habe. F von x, sage ich meinetwegen, x plus 1 durch x minus 2. Natürlich wieder, x darf nicht 2 sein. Ne? Klar. Wenn eine Funktionsvorschrift so ist, dann habe ich hier eine Lücke. Ich verweise nochmal auf das Thema Stetigkeit. Ich kann hier nicht weitermalen. Also wenn ich hier mir sage, bei x plus 2, 1, hier wird eine Asymptote sein, wo irgendwas passiert. Der Graph, der pfeift mir Gesundheit im Wesentlichen so hier um die Ecke und nach unten ab und kommt dann von ganz weit oben anmarschiert. Dann habe ich hier an der Stelle eine typische Lücke. Das gibt übrigens auch behebbare Lücken, komme ich aber gleich drauf. Ich lasse es jetzt mal an der Stelle mal relativ schnell sein. Ich verweise bloß drauf. Ich habe eine Asymptote, ich habe eine Lücke dazwischen. Das ist auch eine Lücke. Ich habe es allerdings auch mit einer Polstelle zu tun. Also hier geht es dann so weiter. Ich komme mal zu typischeren Lücken, wo man dann zum Beispiel einen Graphen hat, der geht scheinbar so durch, aber an der Stelle geht es nicht weiter. Das, an diesem Kram werden wir dann gleich mal weitermachen. Eine typischere Gesundheitslücke ist, wenn wir uns mal folgende Funktion angucken, und zwar f von x soll sein, schreibt mal mit und fangt mal schon an mit der Polynomdivision, x hoch 3 minus 2x² minus x plus 2 und das alles geteilt durch x minus 2. Natürlich, x darf nicht 2 sein. So, probiert das mal aus, mal sehen, was da passiert. Durch Polynomdivision haben wir Folgendes herausgefunden, die heißt eigentlich hier, diese Funktion heißt eigentlich auch, allerdings wieder mit der einschränkenden Bedingung, x² minus 1. So, natürlich, x darf nicht 2 sein. So, warum darf die nicht 2 sein? Wissen wir, weil es hier unten drunter steht. Jetzt könnte man sagen, ja, weil sie unten drunter steht. Aber wie sieht denn der Graph dieser Funktion aus? Eigentlich ganz billig. Ich kann sagen, 1, 2, hier ist mein Scheitelpunkt. Und ich habe es eigentlich mit einer Parabel zu tun. Achtung, mit dem Unterschied, dass hier diese spezielle Lücke ist. Was passiert, was ist das für eine Art Lücke? Formt mal x hoch 3 minus 2x² minus x plus 2 so um, dass ihr kürzen könnt. Macht hier oben mal was mit binomischen Formeln oder so. Probiert mal hier oben was aus. Probiert mal da oben was aus. Probiert es mal einfach aus. Dazu. Nochmal, es geht darum, diesen Term hier oben, über den Bruchstrich, diesen Term hier, den so umzuwandeln, dass ich da irgendwie ein Produkt in Klammern x minus 2 dagegen setzen kann, sodass ich diesen Term kürzen kann. Also den muss ich irgendwie umwandeln. Ordnet den doch mal um. Das war der Vorschlag. Hast du es? Man könnte mal minus 1 rechnen und hätte man minus x hoch 3 plus 2x hoch 2 plus x minus 2. Aber dann kann ich noch nicht kürzen. Man darf ja nicht da rauskürzen. Plus x minus 2, ja, können schon. Aber die linke Seite müsste ich dann auch mal minus 1 nehmen. Oder ich müsste mit minus 1 erweitern. Das bringt noch nichts. Nee. Ordnet doch mal um. Schreibt doch mal so. X hoch 3 minus x minus 2x plus 2. Bloß mal umgeordnet. Bitte? Ja, dann kann man jetzt irgendwie vielleicht. Irgendwie. Binomische Formel, dritte binomische Formel anwenden. Kann man da irgendwas machen? Heißt das? Eine dritte binomische Formel steckt nicht dran, dass man das mit x minus 2 kürzen könnte. Noch nicht. Vielleicht doch. Wenn man allgemein x minus 2 ausklammert. Aus allem? Ja.
Aus allem oder nur hier vorne? Oder wie würdest du das machen? Los. Müssen wir durch jetzt. Oder gibt es noch eine andere Variante? Wir müssen es irgendwie umformen, das geht auch. Wenn wir teilen konnten, muss das auch gehen. Wir konnten ja teilen, also konnten wir auch kürzen. Leute, nicht gucken, ihr guckt bloß, schreibt, macht was. Formt um, hin, her, ausklammern, einklammern, umklammern, umschreiben, nochmal neu. X plus 1 mal x minus 1 und das Ganze nochmal mal 2 im hinteren Teil. Okay. Jetzt kommt Erik. Also, was soll ich schreiben? Also 2 mal. Und dann Klammer auf. X plus 1 mal x minus 1. X plus 1 mal x minus 1. Ja, und dann habe ich hier den hinteren Teil schon mal. 2x. Aha. Jetzt habe ich den hinteren Teil. Und warte mal, das schreiben wir mal nach hinten. Das war der hintere Teil. Na, was ist denn hier los? Hm? Komisch, ne? Der will nicht. Wir sehen ihn noch auf. Bitte? Wir sehen ihn noch auf. Ach, vielleicht will er es nicht. Hm. Ist egal, geht trotzdem nicht. Das war der hintere Teil, das war hier hinten ausgeklammert. Nochmal anders geschrieben. Das wäre ja hier x Quadrat. Wenn ich hier die 2 ausklammere, dann habe ich minus 2 und jetzt x Quadrat plus 1. Aber wenn ich minus ausklammere, dann kriege ich hier ein x Quadrat minus 1. Und x Quadrat minus 1 kann ich so umformen. Das war die Grundidee. Das war jetzt so, und das heißt, hier vorne dieser Teil, der blieb erhalten. Ne? X hoch 3 minus, also plus x hoch 3 minus x. Wie geht's weiter? Jetzt haben wir ja günstigerweise den ersten Kram ausgeklammert, den zweiten hier, das haben wir dahinter geschrieben. Das hier ist das dahinter. Das haben wir entsprechend so umgeformt. Jetzt kam die Idee, das so umzuformen. Jetzt riecht das schon danach. Jetzt guckt euch das mal an. Hier, minus 2 mal tralala plus x mal, hoppsasa. Ne, auch tralala, ist ja das gleiche. Noch ein Vorschlag. Ich mache mal hier eine grüne Klammer drum. Ausklammern. Ich meinte ausklammern, also aus 25x plus 30x könnte ich zum Beispiel 5x ausklammern, dann klammern wir 5 plus 6. Jetzt habe ich das hier anders hingeschrieben mit grünen Klammern versehen. Geht nochmal ran. Also wir klammern mal diesen grünen Ausdruck, weil der nämlich auf beiden Seiten gleich ist, aus. Dann ergibt sich, ich mache in schwarz weiter. Also nochmal die grüne Klammer zum Achtungszeichen hier. So, ich mache doch in blau weiter. Da drin steht nämlich x plus 1 mal x minus 1 jeweils in Klammern. Und jetzt mal, und jetzt kommt das ausgeklammerte rote, entweder ich schreibe minus 2 plus x, beziehungsweise ich fange auch schon an mit dem Wort, ich drehe das eher um, x minus 2. Jetzt habe ich ein Produkt. Hier, das war der Haken. Und diesen Ausdruck, den baller ich jetzt mal da oben hin, hier oben hin. Jetzt steht also hier nochmal in grün steht das hier, x plus 1 mal x minus 1 jeweils in Klammern, mal, und jetzt kommt x minus 2. So, und jetzt haben wir es. Ne? Wenn ich das nämlich jetzt kürze, dann hat es geklappt. Hier kann ich eine Klammer drum setzen, der Übersichtlichkeit wegen.
Dann ist es gekürzt und x plus 1 in Klammern mal x minus 1 in Klammern, das ist x Quadrat minus 1. Das Grüne ergibt x Quadrat minus 1. Naja, und das war ja auch das, was wir hier oben hatten. Mit der Ausnahme x ist ungleich 2. Leute, solche alten Techniken, ne, die muss man sich immer wieder mal in den Gehirnskasten zurückholen. Haben auch Videos dazu. Man kann die unmöglichsten Dinge aus unmöglichsten Sachen ausklammern. Ach so, ich wollte noch dahinter schreiben, x darf nicht 2 sein. Okay. So, und jetzt heißt das aber, und jetzt gucken wir uns noch mal ganz genau was an. Und zwar, hier, wenn das möglich ist, dass an der Stelle 2 ich zwar unten eine Nullstelle habe und oben eine Nullstelle, so kann man auch dazu sagen, dass also der Term unten und oben 0 wird, gleichzeitig, wenn also die beiden durcheinander dividierbar sind, kürzbar, dann habe ich zwar eine Lücke, aber man spricht von einer behebbaren Lücke. Behebbar, hier, diese Lücke ist behebbar. Das heißt, an der Stelle habe ich zwar eine Lücke, aber ich könnte theoretisch durchzeichnen. Wenn ich nämlich eine 2 einsetze, ergibt sich ein vernünftiger Wert, bloß eben unten nicht. Das ist eine sogenannte behebbare Definitionslücke. Die habe ich hier nicht. Behebbar ist sowas hier, sowas hier überhaupt nicht. Diese Lücke hier, da ist nichts zu machen. Das ist eine nicht behebbare, eine ganz normale, stinknormale Funktionslücke. Aber die hier, wo eigentlich nur eine kleine Unterbrechung kommt, aber Voraussetzung ist, dass Zähler und Nenner Nullstellen beide genau gleich sind. Ich kann also kürzen, nicht nur anders. Wenn ich eine Polynomdivision durchführen kann, dann kann ich im Allgemeinen auch letzten Endes dazu sagen, na, dann müsste hier wohl eine Lücke vorliegen, die ich auch durch geschicktes Umformen so darstellen kann, durcheinander kürzen kann und dann habe ich eine behebbare Definitionslücke. Gibt es noch Fragen? Auf den Seiten, also das ist direkt die Hausaufgabe zum Üben. Hausaufgabe in hellgrün, weil der Mai ist bald gekommen. Von Seite 240 bis 48. So in diesem Bereich nochmal nachgucken. Da sind Beispiele nochmal dargestellt, aber nicht nachgucken, sondern selber rechnen. Umformen. Grenzwert auf Seite 248. Und jetzt sind wir noch an einer anderen Stelle. Ja. Wie kann ich solche behebbaren Definitionslücken aufzeigen? Es gibt drei Verfahren. Ich habe euch aber bloß das Einfachste gezeigt, weil alle drei sind gleichwertig nebeneinander, aber das Letzte, das ist eigentlich das, was taugt. Ich kann entweder mir eine Wertetabelle basteln, ich kann eine Grenzwertberechnung durchführen oder ich kann es so machen wie eben. Ich nehme die Methode Kürzen, beziehungsweise das Kürzen resultiert letztendlich aus einer Polynomdivision. Das heißt, in diesen Fähigkeiten solltet ihr euch üben. Also grundsätzliche Hausaufgabe, Polynomdivision üben. Nehmt euch irgendwas vor, ob ein Rest bleibt oder nicht, ist ganz egal. Das könnt ihr hinterher wieder ausmultiplizieren. Wenn das dann klappt, dann... Also es sind genug Beispiele im Buch auf diesen Seiten. Polynomdivision unbedingt üben, damit wir später dann mit solchen gebrochen rationalen Funktionen besser umgehen können. Das war das für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Schöne Pause.